Der erste öffentliche Bücherschrank im deutschen Sprachraum öffnete 1996 im hessischen Darmstadt seine Türen. Seit 2010 gibt es die urbane Bibliothek auch in Österreich. Mitten im 7. Wiener Gemeindebezirk lädt der offene Bücherschrank zum literarischen Tausch vom Sachbuch bis zum Groschenroman ein. Sie haben gerade Bücher abgegeben in den öffentlichen Bücherschrank. Welche Bücher haben Sie denn vorbeigebracht? Oh, irgend so ein Trivialroman und irgendwas, was bei mir schon ewig im Regal rumschlummerte. Die Sie selber nie mehr gelesen haben und deswegen entsorgt haben? Ich habe es noch nie gelesen gehabt. Haben Sie selber aus dem Bücherschrank schon mal Bücher mitgenommen? Genau, habe ich aber noch nicht gelesen. Die Bücher, die ich mitgenommen habe, habe ich hier zurückgebracht. Geben und nehmen lautet das Prinzip des Bücherschranks, damit er funktioniert. Haben Sie jetzt auch nichts gefunden? Nein, heute nicht. Aber ich gehe jeden Tag da vorbei und ich habe schon viele zu Hause und bringe von meinen, ich habe eine riesen Bibliothek und bringe auch viele welche her. Und was war das letzte Buch, das Sie sich genommen haben? Wissen Sie das noch? Ja, das weiß ich. Das war ein Die Nashörner vom, wissen Sie von wem die Nashörner? Nein, weiß ich nicht. Ah, Gott. Bin ich ein Trottel. Was haben Sie denn da für ein Buch gefunden? Das habe ich von Hühnermann, Der Himmel stärker als wir, das ist über Fatima. Also Sie kennen das Buch schon? Nein, ich kenne das Buch nicht, ich kenne das Thema. Mhm. Aber von diesem Schriftsteller kenne ich das Buch noch nicht. Das kenne ich von Werfel. Also ich bin ein Büchernarr. Bei Bäckereien und bei Büchern komme ich nicht vorbei. haben Sie gewusst, dass der Bücherschrank in Wien-Neubau jetzt dann seinen zweijährigen Geburtstag feiert? Nein, das habe ich nicht gewusst. Und weil der offene Bücherschrank bei der Bevölkerung so gut ankommt, gibt es in Wien bereits zwei weitere. Einen in Otterkring und einen am Alsergrund. In Neubau ist die Leserschaft mittlerweile einen Schritt weiter und organisiert sich untereinander.